hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, ich habe nochmal nachgelesen auf der Seite GitHub, die blende ich euch am besten unter das Video. Und zwar steht hier genau drauf, wie ich die Tastatur einzustellen habe. Ich muss bei GPIO muss ich positional angeben. Genau, das mache ich einfach mal. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Ich wäre jetzt hier drin und hier wäre GPIO. Mal ein bisschen so. Und dann müssen wir gucken, was wir jetzt da einstellen. Nav plus Joy, Keyboard plus Joy, WaveChat, NA, Custom, Disable. Ich nehme mal zwei Keyboard, ich denke mal, das heißt Keyboard, Keyboard plus Joystick und Mapping mache ich mal positional. So, dann save ich das Ganze. Save Settings ist saved. Jetzt machen wir den, gehen wir erstmal hier raus, standardmäßig. So, hier kann ich ganz normal tippen. Jetzt kann ich tippen. Ja, wie cool ist das denn? Ja, das ist ja mal richtig cool. Ten Print der Duxer 20 Run. Ich sollte richtig schreiben. Run. Und siehe da, es funktioniert. Gut, manchmal muss man einfach nur lesen und nicht einfach blind loslegen. Ja, wie habe ich es jetzt angeschlossen? Im Endeffekt so. Ja, so. Ich habe zuerst gedacht, es fehlt noch ein Treiber. Deswegen habe ich die SD-Karte jetzt hier nochmal rausgenommen. Aber da waren alle Dateien drauf. Ich schraube den hier wieder fest. Muss ich mal gucken, ob ich den kurzen oder den langen Weg nehme. Ja, ich würde sagen, es funktioniert. So, ich hoffe mal, das kann man so lesen. Und zwar über die Falltaste komme ich jetzt hier wieder raus. Über Commodore F7 käme ich dann in das Menü hinein und kann dann auch ohne USB-Tastatur dementsprechend jetzt hier alles einstellen. Ja, ich schaue nochmal eben bei der Videoeinstellung, ob hier alles in Ordnung ist. Ich stelle einfach mal hier auf On. Oh, was ist das denn? Display, ach so, hier kann ich die Auflösung noch verändern. Ne, so ist nicht gut, so ist gut, ne? Ja, so ist gut. CRT, das möchte ich nicht. Die Farbe ist auch in Ordnung. Hier kann ich, glaube ich, das Bild noch ein bisschen positionieren. Könnte ich ja mal auf doof einfach mal testweise. Ja, es wandert das ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach links. Ja, das ist gut, dass man es machen kann. Jetzt beim Monitor ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Was haben wir hier noch? Custom. Hier gehen wir schnell wieder raus. Ja, und viel mehr mache ich jetzt hier auch nicht. Gleich Save Settings. Dann gehe ich hier wieder raus. Ja, und kann dann halt eben dementsprechend machen, was ich möchte. Und jetzt hätte ich einen schwarzen Rand. Gut. Ich mache mal aus. Und mache wieder an. Und damit wäre mein BMC-Projekt fertig. Ich habe jetzt alles fest verschraubt. Also die Keyboard-Platine ist fest installiert. Der Raspberry Pi, ja, sieht man jetzt hier schlecht, aber der ist auch feste verschraubt. Und das wäre jetzt das Gehäuse. Klar, das Gehäuse ist jetzt nicht so der Hit. Brotkasten. Ist ja nicht so mein Ding und die Tastatur ist total vergilbt. Aber es funktioniert. So, wenn man jetzt einstellt, dann wäre auch ruckzuck dann dementsprechend alles geladen. Ich mache mal ganz kurz einen Praxistest. Schließe ein Joystick an und mache mal wieder meinen berühmten Stardust Girl Test. Ja, stell die Kamera mal ein bisschen weiter weg. Damit ihr auch ein bisschen was von dem Commodore seht, so ungefähr. Ich schließe erstmal ein Joystick an. Ich fahre noch mal ganz kurz runter. So, Joystick ist angeschlossen. Ich mache ihn an. Ich weiß nicht, ob ihr auf die Kamera seht. Die LED leuchtet auch in Rot. Ja, und dann könnte ich eigentlich
jetzt hier über Commodore F7 müsste das Menü aufgehen und könnt ihr dementsprechend mir etwas aussuchen. Wie war das nochmal? Überlegen, schon wieder vergessen. Genau, der Tuxa, da habe ich etwas drauf. Action, nehmen wir mal Stardust Girl. Ups, was ist jetzt? Also, verdrückt. Und da wird Stardust Girl geladen. Ja, Ton müsste eigentlich auch funktionieren. Ja, das Ganze geht da über HDMI und dann hier per Line-Out in meine kleine HiFi-Anlage hinein. Oh, Soundgeräusche von der Floppy. Ah, ja, schön. Und dann hätten wir dementsprechend auch Ton. Ja, out of the box. Na, nicht ganz out of the box. Ein bisschen musste man was einstellen. Und wir machen mal sofort einen Praxistest. Wie ist so das Feeling? So, dann schauen wir noch mal in die Einstellung hinein, was da jetzt falsch gelaufen ist. Ich denke mal, ich gehe auf was gehe ich? Auf Joystick. Genau. Hier steht nämlich noch auf USB. Das ist natürlich falsch. Ich habe nämlich dieses GPIO, was das auch immer sein mag. Ich stelle das hier auch mal auf GPIO. So, GPIO, Bank 1 und Bank 2. Genau, das versuche ich mal jetzt. So, dann müssen wir ganz natürlich noch safen. Einmal hier auf Save Settings nochmal gehen. Ist gesaved, deutlich zumindest so. Ich drücke jetzt. Passiert nichts. Gut. Dann mache ich nochmal Neustart. Kann sein, dass es erst beim Neustart aktiviert wird. Da stand auch so in den Anleitungen drin, dass USB-Ports und ähnliches erst nach dem Neustart funktionieren. Das sollte für die einmalige Einrichtung sollte das auf jeden Fall nicht problematisch sein. Ich lade wieder Stardust Girl. Ich bin zu schnell. Das ist natürlich dann spaßiger. Stardust Girl. So, ist gemountet. Ich sehe gerade, der Warp-Modus ist, glaube ich, nicht aktiv. Aber okay, das bei dem Spiel ist halt nicht ganz so dramatisch. Na, ich komme ein bisschen spät, die Floppy-Geräusche. Ja, okay. So, jetzt nochmal. Okay. Ich swappe mal die Joysticks. Steht immer noch auf GPIO. Ich swappe alles. Gehe wieder hinaus. Ah. Oh ja. Perfekt. Also das funktioniert. So wie es funktionieren muss. Oh ja, das kommt schon richtig gut rüber. Fühlt sich sehr direkt an. Aber das Schöne ist ja, man kann USB, hoppla, und natürlich den 9-Pin-Analog-Joystick benutzen. Also wenn die Dame blinkt, dann liegt das nicht am BMC, sondern an dem Spieler. Ja, was soll ich sagen? Ton hört ihr selbst. Wunderbar. Ja, das ist doch alles mehr als okay. Ups. Vom Einlauf mache ich mal nur für euch. Ups, wieder vergurkt.
1000 Punkte werde ich wohl nicht mehr schaffen. Ja, schon wieder vergurkt. Okay, wie auch immer, es funktioniert auf jeden Fall und darum geht es ja nur. Dann kann man auch hier drüber ein Reset, man kann das auch mit dem Joystick, kann man das auch nochmal steuern, wenn man den eh gerade in der Hand hat. Ich mache mal Save Settings. Genau, dann gehen wir wieder raus und sagen Reset. Soft oder Hard, machen wir mal Hard. Wo die harten kommen in den Garten. Ja, und können dann dementsprechend das nächste Spiel hier starten. Was nehmen wir jetzt? Natürlich Diana Sisters. Was sonst? Swap ist on. Okay. Ich lade mal Diana Sisters. Wo haben wir das denn? Unter Classics Plus. Diana Sisters. Eins natürlich. Oh, was ist das? Da schauen wir noch mal nach. Können wir sofort hier eine Runde rumtippen, ob das alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ach so. So, damit wäre er fertig. Ich run das Ganze. Unendlich viel Leben? Nein. Unendlich viel Zeit? Machen wir mal ja. Jetzt drücken wir mal Enter. Auch das Scrolling ist sauber. Der Ton ist in Ordnung. Dann testen wir mal, wie sich so Diana hier so schlägt. Oh, hört ihr es? Da kommt der Sid wohl etwas in Straucheln. Machen wir eben die Blitze. Wie einen Feuerknopf testen kann. Und auch dieser wird voll unterstützt. Okay, ich schaue noch mal in die Einstellung hinein, ob sich da irgendetwas mit den Soundeinstellungen verändert hat. Cartridge, das mache ich mal eben. Ich könnte ja mal die Final Cartridge aktivieren. So, wo haben wir sie? Sammlung. Cartridge App. Final Cartridge 3. Bei dem Action Replay. Komm, ich nehme mir die gleiche wie bei meinem echten Computer. So, jetzt mache ich einfach mal aus. Warten wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sekunden oder wie viel auch immer. Jetzt mache ich mal wieder an. Alles in Echtzeit ungeschnitten. Ja, da wäre er. Aber die Cartridge ist wohl nicht mehr aktiv. Ich glaube, ich hätte das Ganze safe müssen. So, jetzt gehe ich noch mal rein und sage ihm Save. Save Settings. Das wäre damit wohl erledigt. Ach da, vielleicht hätte ich hier auf Cartridge Freeze gehen müssen. Okay, ich mache nochmal ein Reset. F7. Okay, da ist irgendetwas faul. Okay, ich mache nochmal aus. Und nochmal an. Weil er soll ja schon so funktionieren wie ein echter Commodore. Und das will ich jetzt hier mit testen. Nein, die Cartridge wird immer rausgeschmissen.
warum auch immer. Set Current Card Default, also die Standard Cartridge einstellen, setzen, wie auch immer. Zumindest verstehe ich das so. Remember to save. Okay, damit weiß ich nicht, was gemeint ist. Save Easy Flash Now. Okay, das hätte ich vielleicht machen müssen. Nochmal. Mounten. Wir mounten erstmal die Cartridge. Wo haben wir sie versteckt? Sampler. Easy Action Replay 5. So, jetzt geht er aber jetzt hier aus dem Menü wieder raus. Das sollte er nicht. Und hier steht Cartridge Save. Save Easy Flash Now. Error. Problem Saving. Okay. Detach, das wäre wahrscheinlich wieder raus, ausstöpseln, rausziehen. Cartridge Freeze. Ja, ich weiß nicht so genau. Machen wir F7. Ah, okay. Restart geht nicht. Das ist komisch. Jetzt schmeißt er die Cartridge wieder raus. Dann machen wir nochmal. Cartridge rein. Jetzt ist er rein. Okay. Jetzt wäre sie natürlich aktiv, keine Frage. Ja, ich weiß, er hat nicht zum Suchen, zum Laden. Gut, ich mache mich da auch nochmal schlau, wie das Ganze funktioniert. Ach genau, ich wollte aber den Sound ja eigentlich einstellen. Jetzt bin ich irgendwie vom Thema ab. Ich komme jetzt hier wieder zurück. Sound. Drives, Cartridge, Tapes, Sound. Kann ich jetzt nur Fast, Reset, Fast. Filter off ist richtig. Dual Set off will ich auch erstmal nicht haben. Ja, viel mehr kann ich jetzt hier nicht einstellen. Ich kann nochmal Reset machen. Sag ihm Save Settings. Saved, sehr gut. Ups. Da war ich zu schnell. Und jetzt mounten wir mal dementsprechend ein Spiel. Und zwar wäre Giannas ist das. So. Autostart. SD. Classic Plus. Giannas ist das 1. So. Dann schauen wir uns das mal an. Das wäre das Directory. Hier kann ich laden. Oh, Soundgeräusche finde ich schon mal gut. Lädt auch recht zügig mit dem Fastloader. Soll ich noch mal ganz kurz auf den Sound. F3 Enter. Ist guter Sound, aber muss ich sagen, jetzt bei dem Lied. Ist mir vorhin schon aufgefallen, aber nicht ganz so wie eine echte Maschine. Genau, und bei dem Stück gab es ja auch Probleme. Hier sind die Soundstörungen aber nicht, ne? Okay, vielleicht ist das auch nur Einstellungssache. Das muss ich auf jeden Fall auch nochmal ausgiebig testen. Aber das wäre für mich auf jeden Fall sehr wichtig, dass der Sound auf jeden Fall stimmt. Nee, doch, das klingt schon gut. Schon besser als vorhin auf jeden Fall. Was auch immer Reset bedeutet. Ja, Giannas-Test bestanden, würde ich sagen. Definitiv. Ja, gut, machen wir noch einen letzten Test. Was könnten wir mal machen, was auch so ein bisschen soundmäßig so ein bisschen nett klingt? Vielleicht Metal Gear. Nicht Metal Gear. Metal Warrior. Metal Warrior Ultra 2. Das könnten wir mal nehmen. Ja. Ja, ein bisschen kratzig.
bisschen lauter. Ich würde sagen 95 von 100 Punkten. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was einstellen. Wie gesagt, das muss ich noch ausgiebig testen. Aber auf jeden Fall habe ich den BMC jetzt erstmal so eingerichtet, dass ich damit auf jeden Fall ihn vernünftig benutzen kann. Und das werde ich auch in nächster Zeit erstmal tun. Ja, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!